Jules alias Hubert ist 24 Jahre alt, lebt in Bochum und studiert soziale Arbeit. Ihr Herz aber schlägt für etwas anderes. Hubert beginnt vor mehr als 6 Jahren regelmäßig zu malen und dies zu sammeln. Über die Zeit ist sie nicht nur in den Formaten ihrer Werke größer geworden, sondern auch in deren Aussagekraft gewachsen. Blackbooks und Kalender zählen in den ersten Jahren als feste Bestandteile und Materialien zu ihrem Kunstschaffen. Diesen widmet sie sich täglich. Das genutzte Format DIN A5 wurde seltenst so ausführlich und detailreich gestaltet. Überdies widmet sie sich im Laufe der Zeit auch der Gestaltung von Textilien, gestaltet Sticker, tastet sich an Leinwände ran. Sie selbst lebt ihre Kunst als ein solch selbstverständliches Geschehen, wie andere ihre tägliche Tagesroutine und Rituale verstehen würden. Was man sieht, wenn man sich ihre Werke anschaut, kann als morbide oder auch als bittersüß beschrieben werden. Hubert verarbeitet mit der Kunst und ist dadurch nah, ehrlich, aber auch verletzlich. Es ging ihr nie darum für andere, sondern immer nur für sich selbst zu malen. All dies mit der Außenwelt zu teilen, ist nicht nur mutig, sondern spiegelt die Wahrnehmung und die Gefühlslage ihrer Generation. Wer dies versteht, kann ihre gelebten und geschaffenen Werke lesen wie ein Tagebuch. Dieses erzählt von persönlichen Erlebnissen, zwischenmenschlichen Beziehungen und der Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper, all dies im Spannungsfeld, sich und den Erwartungen von außen gerecht zu werden. Schon vor 8 Jahren, als Jules mir als Schülerin erstmalig begegnete, war ihr Schaffensdrang und ihre Fähigkeit, kreativ zu denken, offensichtlich. Dieser, gepaart mit einer ausgeprägten Abneigung gegenüber Regeln und bestehenden Ordnungssystemen, machten sie zu einer wissbegierigen Schülerin, welche ihr kreatives Potenzial stets erweiterte. Besonders ihre brutal ehrliche Bildsprache machte mich neugierig. In Journalen verarbeitete sie, anfangs noch als Kritzeleien abgetan, ihre täglichen Erlebnisse. Ähnlich einem emotionalen Tagebuch werden Eindrücke und Gedanken visuell festgehalten. Ihr direkter, schonungsloser Zugang ermöglichte ihr so, eine Bildsprache zu finden, welche direkt aus dem Herzen und dem Kopf auf das jeweilige Medium gebracht wurde. Mich faszinierte damals, wie heute, die unverfälschte Weise ihrer Arbeiten, als auch die Ernsthaftigkeit und Konsequenz, mit der sie ihr Schaffen verfolgt. In ihren Werken zeigen sich Facetten ihres Inneren. Hier mischt sich Gemaltes mit Geschriebenem. Die Worte sind Zitate oder eigene Aussagen, poetisch anmutende Formulierungen, die schmerzlich ehrlich und mutig sind. Hubert teilt intime Gedanken und Gefühle, gesellschaftskritische Überlegungen, Auffassungen über Beziehungen zwischen Menschen und der Beziehung zu sich selbst. Es sind Einfälle und Feststellungen, die sie vulnerabel machen, die manche nicht einmal vor sich selber zugeben würden. Huberts Werke zeigen vor allem Gesichter, Körper und Körperteile. Manchmal verzerrt, verfremdet, an falschen Stellen, viel zu viele. Immer gekennzeichnet von deutlichen Linien und klaren Farbflächen. Ihr kennt sie vielleicht nur unter Jules, vielleicht noch unter ihrem Kunstnamen Hubi. Für mich ist Hubi einfach meine Schwester Jules. Wenn ich zurückdenke, dann hat Jules oft einen Stift in der Hand oder einen Pinsel. Und heute ab und zu auch eine Tätowiermaschine. Kurz gesagt, sie mag Kunst und bei ihr kann man das Wort kreativ, reflektiert verwenden, ohne es zu inflationieren. Denn Jules ist kreativ, sie liebt Kunst. Das erste Mal so richtig registriert habe ich das, als Jules wirklich sehr lange über ein Werk im Kunstunterricht nachgedacht hat. Für mich sah es schon gut aus, doch wahrscheinlich hatte sie einfach das fertige Bild schon im Kopf, aber eben noch nicht in den Händen. Jetzt hängt dieses Bild bei unseren Eltern im Flur. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber plötzlich war dann eine Ausstellung in Planung. Kurz darauf war ich bei meiner allerersten Vernissage. Die Ausstellung war in Dortmund, im Rekorder 2. Wie die Jungs und Mädels von der Tonbande selbst sagen, ein flexibler Produktionsraum zum Entwickeln, Schaffen und Präsentieren kreativer Arbeit. Auf einmal gab es immer häufiger Projektplanungen, immer mehr Kontakte. Es gab T-Shirts, die sind mit Bildern meiner Schwester bedruckt. Sie hat einen Vortrag zu ihren Tagebüchern gehalten, den Blackbooks, in denen sie ihre Kunst manifestiert. Ihre Motive sind in die Haut von Menschen graviert. Ich weiß nicht, wann man Kunst professionell nennen darf. Ich weiß auch gar nicht, ob Jules das gut finden würde, sie zu kommerzialisieren. Denn das geht vermutlich Hand in Hand. Aber ich weiß eins, Jules, also Hubi, liebt ihre Kunst. Irgendwann habe ich das registriert. Das Hobbykunst, dann die Liebe zur Kunst. Aber ist sie Hobbykünstlerin?
Oder ist das nur eine etwas längere Phase einer Sache, die man irgendwann mal anfängt und die man irgendwann wieder aufhört? Wir alle kennen solche Phasen. Ich bin mir sicher, Kunst ist ihre Profession.